Wir leben ja in Zeiten von Kontaktverbot, von Ausgangssperren. Und das ist eine schlimme Zeit, wenn man nicht nach draußen kann. Wenn man nicht die Leute treffen kann, die man mag, die man gern hat, die man braucht für seine seelische Gesundheit. Und diese Beziehungen zu pflegen ist ganz wichtig. Und wie wichtig das ist, wird vielleicht auch an einem Lied deutlich, das jetzt kommt. Und das ist nicht von mir. Dieses Lied ist von einem englischen Pianisten. Der Pianist heißt Paul Mills. Und das Lied heißt Home for the Weekend. Aber ich habe eine deutsche Fassung davon gemacht, die ich zur Gitarre singe, nicht zum Klavier, denn das kann ich nicht. So, Heimfahrt am Samstag. Letzter Besuch, schon eine Weile her, hab viel zu tun, fehlt die Zeit, wird schwer, hab's versprochen, deshalb kommen wir heute vorbei. Ohne Ende Stau auf der Autobahn, war ja immer so, macht keinen Spaß zu fahren, ganzer Tag geht bei drauf, schon ist längst nach halb drei. Der Ladenkreuzung so vertraut, die Schule hab so viel Mist gebaut, ne Lehrerin hab ich nie verziehen, wenn sie jetzt wüsst, was ich heute verdien. Zu den Eltern am Samstag, die wohnen noch allein, halt ich diesmal die Klappe, wird's wohl erträglich sein. Zu den Eltern am Samstag, nah noch dem rechten Sehen und schnell wieder ab durch die Mitte, versteht mich bitte, ich muss schon wieder gehen. Da stehen sie am Fenster, freudig erregt, Kaffee längst gemacht, seit früh unentwegt, das Haus war doch größer, die Nachbarschaft nicht so tot. Also, das hier ist Doro, kennt ihr noch nicht, hat zwei große Kids, an der Treppe ist Licht, nein, ein Bett reicht uns aus, es ist alles im Lot. Ja, im Job alles klar, ich klag nicht so weit, das Wetter ist gut, wenn's nur nicht schneit, seh mich um. Haus, alles so wie es war, die Bilder und Fotos sind alle noch da. Zu den Eltern am Samstag, die wohnen noch allein, halt ich diesmal die Klappe, wird's wohl erträglich sein. Zu den Eltern am Samstag, nach dem rechten Sehen und schnell wieder ab durch die Mitte, versteht mich doch bitte, ich muss schon wieder gehen. Der alte Herr ist eingenickt,
Mutter sagt, wie spät, zur Uhr geblickt. Wenn wir jetzt noch fahren, sind die Straßen leer. So spät in der Nacht gibt's keinen Stress im Verkehr. Zu den Eltern am Samstag, die wohnen noch allein. Halt ich diesmal die Klappe, wird's wohl erträglich sein. Zu den Eltern am Samstag, nach dem rechten Sehen. Und schnell wieder ab durch die Mitte, versteht mich doch bitte, ich muss schon wieder gehen. Heimfahrt am Samstag. Home for the Weekend. Paul Mills. Wer ihn nicht kennt, sollte versuchen, ihn irgendwie mal zu erleben. Sei es auf YouTube, sei es in einem Konzert, wenn denn Konzerte wieder möglich sind. Aber bis dahin haben wir ja nun hier diese Art von Konzerten. Wenn es alles so klappt, wird Paul Mills im Herbst, im November, bei uns in der Besenkammer spielen. Die Besenkammer ist unser Wohnzimmer. Da veranstalten wir gelegentlich Hauskonzerte, wenn es denn wieder möglich ist. Und dann wird auch Paul Mills zu uns kommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am 8. November. Aber da kann man mich ja nochmal fragen, wenn man sich dafür interessiert. Ein grandioser Pianist und Liederschreiber. So ein Mittelding zwischen Randy Newman und Elton John. Und Joe Cocker, kann man sagen, was Stimme angeht, was die Qualität der Texte angeht, die Musikalität. Ein beeindruckender Mann.